Gut, es war das wichtige 2-0, was ich da gemacht habe. Haben wir gut gespielt davor, Kirsche legt quer und wir schieben halt rein. War ein geiles Gefühl, ja. Wir waren nach letzter Woche, nachdem wir zurückgekommen sind, 2-2, heute sehr motiviert, das Spiel zu gewinnen. Wir wollten den ersten Dreier holen und so haben wir auch gespielt. Ja. Und da haben wir früh zum Glück dann noch das 3-0 gemacht, da kommt man hinten raus. Ja, sind wir ein bisschen hektisch geworden, haben noch zwei Dinger gefangen, was nicht hätte sein müssen. Und dann haben wir zum Glück noch gewonnen, 3-2. Na, wir werden ein bisschen selbstbewusster, wir sind jetzt nicht so gut gestartet. Wir haben in Luckenwalde immer gut zurückgekommen, das zeigt sich auch im Selbstbewusstsein. Und wenn sich das ein bisschen stabilisiert, alles immer eine gute Mannschaft. Und wenn wir das dann auf den Platz kriegen, gewinnen wir auch die Spiele. Ja, geil. Ja, zum ersten Mal hier im AKS gewonnen. Ich war ja die letzten 5 Minuten draußen, habe ich erstmal gehört, was die überhaupt für Stimmung machen. Auf dem Spielfeld kriegt man es nicht so ganz mit, aber das fühlt sich schon geil an. Dann nach dem Spiel mit denen zu feiern, ist schon gut. Na, ich fand schon, dass wir die erste Halbzeit sehr souverän gespielt haben. Gehen auch verdient 2-0 in Führung, können noch das dritte, vierte Tor machen. Haben wir dann nicht gemacht. Zweite Halbzeit, die ersten 10, 15 Minuten waren wir ein bisschen unsortiert. Da kam dann, ging dann besser ins Spiel. Aber dann waren wir wieder mit drin, haben Situationen gehabt, wo wir frühzeitig schon das 3-0 machen können, machen es nicht. Spielen die Angriffe nicht sauber zu Ende. Ja, und da sah überhaupt nicht nach einem Tor von Nichtenberg aus. Und dann kam so der Freistoß, der 3-0, da denkst du, alles ist okay. Ja, und dann hast du wieder so Umschaltsituationen gehabt, wo du auch einen Angriff vielleicht sauber zu Ende spielen können. Ja, und aus dem Nichts fallen dann auf einmal 2 Tore und dann wird es nochmal spannend, die letzten 3-4 Minuten. Und das ist natürlich nicht schön, aber heute überwiegt mehr die Freude über den Sieg und den haben wir uns heute verdient. Ja, also sicherlich. Klar müssen sich immer mehr finden und natürlich durch Erfolge ist es dann einfacher. Aber du siehst dann im Endeffekt, wenn sowas dann passiert, so leichtsinnige Tore, wo du sagen kannst, aus dem Nichts trifft er einen perfekt wieder und er senkt sich hinten wieder. Das ist diese Saison wahrscheinlich so, dass dann auch der Gegner so unmögliche Tore macht. Aber die werden wir dann in der Zukunft auch mal machen. Die werden wir auch mal haben, wo einer sagt, oh, Chemie macht aus Nichts dann auf einmal ein Tor und gewinnt dann Spiele. Und das ist jetzt einfach so eine Situation, wo wir jetzt heute über den Sieg definitiv freuen und das Positive mitnehmen. Wir haben in der Woche drüber geredet und nur so Schritt für Schritt zueinander finden, Erfolge einfahren und dann wegen guten, so in schlechten Zeiten immer zusammenhalten. Naja, wir haben schon sehr viel über Standards geredet und natürlich sind so Situationen, wo du natürlich im Training, im Trainerteam da so dir Gedanken machst, was passiert. Und schon in der Vergangenheit, auch wenn man Christian da mal so gesagt hat, wir müssen da besser in den Standardsituationen, hat er mal die Spieler zur Seite genommen. Aber dass sie sich jetzt selber den Ball selber hinlegen und dann die selber so einzwillen, das ist natürlich dann eine Qualität, die Spieler sich auch immer mehr und mehr selber antrainieren. Und das ist dann, wenn man ein bisschen mehr Zeit nimmt, auch nach dem Training oder so im Training, dass man ja, das eben dann auch übt. Und wir müssen jetzt natürlich viel mehr natürlich Standards für uns, bei den jetzt Thema Ecken oder auch gegen uns, da müssen wir einfach besser werden, weil wir haben die Möglichkeiten, da viele Tore zu machen oder Tore zu verhindern. Aber so welche Tore dürfen wir in der Zukunft nicht fressen. Klar arbeiten wir auch dran, klar, was du auch gesagt hast. Und daran werden wir auch weiterhin die Hebel ansetzen. Na, ist schon natürlich geil. Ja, jeder wartet natürlich auf den ersten Sieg.
Und der erste Sieg ist immer der schwerste. Und jetzt freuen wir uns immens, dass es jetzt erstmal geklappt hat. Und nur durch solche Motivationsschübe kommst du voran. Durch negatives Gerede oder negative Einstellung wirst du im Leben nie was reißen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Wir wissen, was wir können, wo wir hinwollen. Und ich glaube, das wird noch spannend und schön werden. Und wenn es jetzt von Karre der Film oder so. Ja, wir müssen alle natürlich jetzt auch immer ein bisschen aufpassen in der Situation, was ich sage. Bei aller Freude, die wir haben, müssen wir natürlich auch die Hygienevorschriften einhalten. Und da sollten wir alle Acht geben. Nicht, dass dann auf einmal uns Spieler ausfallen. Ich mahne immer, alle lachen sie drüber, aber wenn dann auf einmal wirklich die ersten Fälle wieder vor der Tür stehen und dann sagen sie, ja, hättest du mal aufgepasst, hätte Fahrradkette. Im Endeffekt brauchen wir die Punkte und den Film werden wir uns natürlich auch mit der Mannschaft nochmal zusammen mit Karre angucken, das hat er sich auch verdient und ja, bin dann selber mal gespannt, weil wird sehr interessant und ich habe ja nur den Vorspann da gesehen. Ja, es kommt wirklich wie ein Kinofilm rüber und wird schon, denke ich mal, geil werden. Ja, war geil, mal wieder von Anfang an zu spielen. Ich glaube, die erste Halbzeit haben wir wirklich komplett unser Stiefel durchgezogen, können sogar vielleicht noch ein Tor machen, aber gehen da zu Recht 2-0 mit einer 2-0 Führung in die Halbzeit. Kommen dann auch wieder ganz gut raus. Natürlich wollte Lichtenberg da ein bisschen oder hat ein bisschen mehr Betrieb gemacht, aber eigentlich rundum hatten wir das im Griff, haben dann das 3-0 gemacht. Ja, und dann kriegen wir zwei Tore, wo ich sage, muss echt nicht sein. Deshalb stimmt da dazu, dass. Fühlt sich eigentlich sicher an, aber da müssen wir arbeiten, weil wir haben es letzte Woche bei uns gesehen, auch ein 2-0 oder 3-0 kann nochmal knapp werden und da müssen wir auf jeden Fall das Ding auf jeden Fall über die Runden bringen, ohne die zwei Gegentore. Der Saisonstart war ja ein bisschen suboptimal und jetzt arbeiten wir unter der Woche schon dran, dass wir mit mehr Selbstbewusstsein in die Spiele gehen, von Anfang an da sind und ich glaube, das konnten wir heute ganz gut auf den Platz bringen. Ja, überragend. Endlich mal wieder richtiges Heimspiel-Feeling. Es war top und da hinten raus dann, wenn sie dann durchdrehen, die Jungs und Mädels, war schon geil.